Warframe ist ein großes Spiel mit verdammt viel Inhalt. Das ist gut, weil man viel zu tun hat, aber vor allen Dingen als Einsteiger kann man schon mal schnell überfordert werden. Ich bin jetzt mal einfach so frei und quatsche hier über das Intro hinweg, weil das kennt man ja sowieso schon tausendfach von YouTube. Deswegen möchte ich die Zeit gerne nutzen, um euch herzlich willkommen zu heißen in diesem Warframe Walkthrough und euch ein bisschen zu erklären, worum genau es in diesem Projekt denn hier gehen soll. Im Zuge dieser Videoserie werden wir zusammen Warframe durchspielen. Was durchspielen in diesem Kontext heißt, ist, wir werden zusammen die komplette Sternenkarte vollenden und die Main Story in Anführungszeichen vollenden. Vielleicht machen wir auch noch was mehr, ihr könnt ja auch gerne im Laufe des Projekts Requests in den Kommentaren stellen, aber das ist zumindest schon mal so die Grundlage, was auf jeden Fall gemacht wird. Das soll aber nicht heißen, dass das hier ein reines stumpfes Missionen-Durchgespiele ohne Inhalt ist. Wer mich kennt, der weiß, dass ich schon verdammt viele, hoffentlich hilfreiche Videos zu Warframe und verschiedenen Themen um das Spiel herum auf meinem Kanal bereitgestellt habe. Dieser Warframe-Walkthrough soll dem sozusagen nochmal die Krone aufsetzen, denn wir werden nicht nur gemeinsam das Spiel durchspielen, sondern ich werde auch versuchen, euch so gut wie möglich an jeder Stelle Ratschläge zu geben, was ich mache, wieso ich es mache und warum ich es empfehle, genau so zu machen, wie ich es in diesem Walkthrough mache. Das heißt, auch wenn ihr als Einsteiger noch gar keine Ahnung haben solltet, wie der Hase läuft, könnt ihr trotzdem zuschauen und sozusagen das Spiel parallel nebenher spielen und die gleichen Fortschritte mit mir zusammen machen. Zum Abschluss noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Blacky, ich bin hier auf YouTube unterwegs, um sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen und vielleicht sogar Profis mit meinen Videos Hilfestellung in Warframe und rund ums Spiel zu erteilen. Und ja, falls du irgendwelche Fragen haben solltest, die sich nicht nur unbedingt zu diesem Video, sondern auch zu anderen Videos oder generell um das Spiel ergeben, scheu dich nicht, sie einfach in den Kommentaren zu fragen. Und wenn du dir jetzt denkst, dieses Projekt, ja, das könnte richtig cool werden, da will ich nichts von verpassen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du einen Klick auf den Abo-Button dalassen würdest und auch einen Klick auf das Glöckchen, damit du keins dieser Videos hier verpasst. Und ja, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ohne weitere Umschweifungen, stürzen wir uns mal ins Spiel. Und hier stehen wir direkt vor der ersten Wahl. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Wahl, deswegen möchte ich nochmal kurz erklären, was wir hier machen und warum. Wir dürfen jetzt unseren Anfangs-Warframe auswählen. Zur Wahl stehen Excalibur, Mac und Volt. Die kennen wir auch alle drei aus diesem wunderschönen cinematischen Trailer, wo sie alle Grenier auf diesen Ebenen von Eidolon, glaube ich, war es, oder zumindest auf dieser Graslandschaft kaputt schnetzeln. Aber das ist erstmal gar nicht so wichtig. Ich möchte auch gar nicht so sehr auf die Skills hier unten eingehen, denn einfach mal davon ausgehend, dass ihr komplette Einsteiger seid, würde euch das jetzt, glaube ich, eventuell ein bisschen, ich will nicht sagen überfordern, aber überwältigen, wenn ich jetzt erstmal 10 Minuten über 3 Warframes und Skills und sonst was rede. Wir wollen ja ins Spiel reingehen, deswegen sage ich, die einzig richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, ist Excalibur. Ganz kurz sage ich euch warum, Ausschlusskriterium. Mac hält nichts aus und Mac ist meiner Meinung nach auch ansonsten nicht besonders gut und nur in einigen Situationen zu gebrauchen. Deswegen wollt ihr sie als Anfangsframe nicht haben, weil ihr viel zu oft sterben werdet. Volt ist gut zum Eidolons jagen und hat später auch definitiv im Spiel seine Berechtigung, aber Eidolons jagen macht man in den ersten paar Spielstunden garantiert überhaupt nicht, ja? Und deswegen hat er meiner Ansicht nach weniger Sinn am Anfang als Excalibur. Denn Excalibur ist nicht nur der Posterboy, sondern Excalibur ist auch der von den drei Frames hier, der am meisten aushält, weil er eine gute Balance zwischen Schild, HP und Rüstung hat. Dazu kommt noch, dass er Skills hat, mit denen er schön Damage dealen kann, er hat Crowd Control und deswegen ist er einfach ein super Allround-Frame. Ihr könnt damit viel Schaden machen, ihr könnt damit Gegner blind werden lassen, also Crowd Control, Radial Blind. Ihr haltet von all den drei Frames am meisten aus, ihr könnt also mehr oder weniger nichts falsch machen. Und das ist der Grund, weswegen wir am Anfang auch mit Excalibur loslegen werden. Wake up, Tenno. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You. Tenno. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I am surging your Warframe's power systems. Quick, use your power. So, auf geht's. Wir können. Oh Gott, die Mausempfindlichkeit. Da muss ich jetzt gleich erstmal schnell in die... Hoppala. Könnte ich bitte? Danke.
So, das ist die Tutorial-Mission, aber wir gehen jetzt als allererstes mal ins Optionsmenü rein, weil die Mausempfindlichkeit, die ist mir viel zu hoch. Setzen wir jetzt alles schön auf 30 runter, das hier auf 15 und dann bin ich zufrieden. Confirm. Los geht's. Das ist immer noch viel zu hoch, okay, das fühlt sich immer noch genauso an. Das ist ein bisschen weird. Sorry dafür, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Gut, Controller ist ja sowieso egal. Confirm. Ja, das ist besser. So, wir wollen Gegner killen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und wir machen dieses Tutorial-Level hier relativ schnell durch. Hier wird am Anfang erzählt, wie deine erste Fähigkeit funktioniert. Damit könnt ihr euch an Gegner so ran teleportieren und sie dann halt mit eurem Exalted Blade, heißt es, diesem Energieschwert kaputt schnetzeln. Zack, sind die Gegner tot und direkt weiter ins nächste Zimmerchen. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, ganz am Anfang steht, dann werdet ihr vielleicht ein bisschen überrascht sein, wie schnell ich hier durchsprinte und so weiter. Das Movement ist natürlich sehr flüssig und alles. Das kommt mit der Zeit von ganz alleine. Wenn ich jetzt einfach was mehr Gas gebe, als ihr das wahrscheinlich am Anfang tun werdet, dann lasst euch das, dann kann euch das eigentlich relativ egal sein. Ich möchte nur einfach, ich sag mal, keine Zeit verschwenden, weil ich hier in diesem Spiel, in diesem Video eine Menge durchkriegen will. Ich möchte die gesamte Intro-Quest idealerweise in diesem einen Video durchziehen, damit wir im nächsten Teil direkt mit dem, ich sag mal, eigentlichen Spiel loslegen können. Wir können uns jetzt am Anfang eine Anfangswaffe aussuchen. Auch hier macht die Wahl relativ wenig Unterschied, weil ihr ja die Waffe, die ihr jetzt nicht nehmt, später auch ganz einfach aus dem Markt kaufen könnt. Deswegen ist jetzt nicht so, dass ihr hier gravierend was verlieren würdet. Ich persönlich nehme immer gerne den Bow, weil ich gerne mit Stäben kämpfe und weil die was mehr Reichweite haben als die Schwerter. Zack, habt ihr da gesehen. Ich persönlich mag das Ding sehr gerne. So, hier ist die nächste Wahl. Entweder die Pistole oder die Wurfsterne, beziehungsweise Wurfmesser. Wenn ihr es mögt, lautlos zu töten, nehmt die Wurfmesser. Ich mag es nicht, lautlos zu töten, deswegen nehmen wir die Pistole und die ist tatsächlich ziemlich nice. Oh, es fühlt sich trotzdem komisch an. Es fühlt sich, obwohl ich es auf demselben Rechner spiele wie mein Hauptaccount, fühlt sich das sehr merkwürdig an. Kann das sein, dass ich eventuell den DPI-Button gedrückt habe? Das könnte der Grund gewesen sein. Sorry für die Unterbrechung hier. Das ist mir jetzt sehr unangenehm, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ja. So, das fühlt sich jetzt wieder wie gewohnt an. Sehr gut. Zack, zack. Das Schöne ist, wenn ihr einigermaßen Erfahrung mit Third-Person-Shootern oder Ego-Shootern generell habt, dann dürfte es für euch kein Problem sein, präzise Headshots zu verteilen. Ich quatsche jetzt einfach über die Voice-Coms drüber, weil das hier ist kein Let's Play, sondern ein Walkthrough. Deswegen muss ich nicht darauf achten, euch hier die Story möglichst präzise darzustellen. Es geht hier nämlich darum, wie ihr am besten das Spiel spielt und am effizientesten und mit dem Einstieg zu helfen und wann man am besten was baut. Deswegen, wenn wir unterwegs hier so Ressourcen vorkommen sehen, nehmen wir die auf jeden Fall immer gerne mit, weil Ressourcen hat man nie genug. Würde ich euch auch zuraten, aber wir werden jetzt am Anfang nicht hingehen und alle Levels wie verrückt von Anfang bis Ende ablaufen, denn das würde einfach zu viel Zeit kosten. Wir haben früher oder später noch genug Zeit, die Ressourcen zu sammeln. Upsi, da ist es kaputt gegangen. My decrepit heart is pounding. This one is stronger than the rest. Knock the area down. This tendril is mine. Quick, get to the console and release the lockdown. Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. The Queen wants to destroy you. Okay, ich gebe zu, mit der Anfangswaffe ohne Mods ist das ein bisschen läppsch. Grenier
Aber ihr seht schon hier, dass die Tutorial-Mission ist keine große Herausforderung. Da kann man einfach hingehen und sich ein bisschen durchschnetzeln, ein paar Headshots verteilen und bam, da haben wir den Lockdown schon released. Hier wollen sie uns erzählen, wie man an Wänden entlangläuft. Kann man ganz einfach machen, indem man halt die entsprechenden Tasten drückt, wie es da angezeigt wird. Ich persönlich, ich zeige euch das nochmal gerne, wenn wir jetzt hier runtergehen, wir können dann natürlich an der Wand entlanglaufen oder was auch immer machen. Wir können aber auch einfach uns ducken und dann aus der Ducke heraus Leertaste drücken für einen Korkenziehersprung. Die sind immer super praktisch, weil damit kommt man so ziemlich überall rauf. Zum Beispiel hier, wo eine unsichtbare Wand ist. Ah, was müssen wir hier machen? Ah, ja, Waffen, genau. Die nächste Waffe, die nächste Waffenwahl. Entweder der Bogen, der MK1 Paris oder die MK1 Brattan. Und da wir schon einen Adidas Sportanzug praktisch anhaben, nehmen wir auch die Brattan mit, weil wir mit den Brattans unterwegs sind. Und weil ich persönlich das Bogen-Gameplay einfach nicht mag. Wie gesagt, ich bin nicht so der Silent Assassin. Wenn ihr Bock auf Bögen habt, die machen sehr viel Spaß. Damit kann man Gegner gut an Wände tackern. Die machen auch eine Menge Schaden. Dann feel free to do so. Ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr jetzt andere Waffen wählt als ich. Weil es ist einfach meine persönliche Vorliebe. Und wie gesagt, das, was ihr jetzt nicht bekommt, das könnt ihr euch sowieso in ein, zwei Stunden dann wieder aus dem Markt kaufen. Das heißt, das ist echt keine Entscheidung mit vielen Konsequenzen. Reinforcements on the way. Fände ich gut. Hey, man bekommt in der Intro-Mission offensichtlich keine XP für die Waffen. Das heißt, wir brauchen uns hier gar keine Mühe zu geben. So, und jetzt können wir das hacken. Einfach Leertaste drücken, wenn das Ding da über der entsprechenden Schaltfläche ist. Und gut. Ich persönlich mag das Gewehr hier, weil es mit Headshots gegen diese Anfangsgegner hier wirklich richtig, richtig ordentlich Schaden macht, dafür, dass es vollautomatisch ist. Da kann man auch schon mal ganz gut einfach hier die Gegnerwellen, die sowieso wie Lemminge angerannt kommen, hintereinander wegbratannen. Und wenn man mal einen Crit landet, also eine gelbe Schadenszahl, dann ist das Ganze sowieso nochmal eine komplett andere Sache. Wobei ich, glaube ich, gleich nochmal in die Optionen gehen muss, weil die Optionen nicht gerätgebunden, sondern accountgebunden zu sein scheinen. Und weil mir das der Kamera-Shake schon jetzt auf den Sack geht. Aber damit ist die Tutorial-Mission schon durch. Aber das ist nur die erste, weil wir müssen jetzt noch ein paar andere, ich sage mal, Intro-Missionen durchgehen, bevor wir dann tatsächlich frei sind, das Spiel so zu spielen, wie wir Lust haben. Aber keine Sorge, da gehen wir zusammen Schritt für Schritt durch und das versuchen wir auch alles in dieser einen Episode hier. Und hier bekommen wir unseren ersten Tribut für den Daily Login. Das ist das Schöne an der Sache. Wenn ihr euch jeden Tag einloggt, dann bekommt ihr jeden Tag einen Bonus und je höher ihr von den Daily Logins kommt, desto besser werden auch diese Boni. Wir haben jetzt einen 3-Stunden-Credit-Booster, das heißt, wir schaffen es, ein bisschen mehr Geld ranzuschaffen im Early Game, was ganz cool ist. Also, wir sind jetzt hier auf unserem Orbiter. Das ist unsere Operationsbasis, sage ich einfach mal. Und unsere erste Aufgabe wird es sein, diese ganzen Systeme hier wiederherzustellen, was wir Mission für Mission versuchen werden zu machen in dieser Episode hier. Als allererstes gehe ich mal hier in den Chat runter und sorge dafür, dass der das Bild nicht blockiert. Kann ich nicht hingehen und das großziehen, bitte? So. Und dann so und weg damit. Naja, unsere erste Aufgabe wird es sein, hier hinzugehen und das erste Segment zu installieren. Das scheinen wir von Anfang an zu haben. Ich kann mich da, wie gesagt, nicht mehr ganz dran erinnern. Ist schon eine Weile her für mich. Aber das hier ist unser Arsenal. Da können wir Ausrüstung und so ändern und Waffenmodungen und so weiter. Jetzt kann ich den Operator mit besser modifizierter Feuerkraft. Oh, die Violation.
Dazu noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr jetzt wissen wollt, was die einzelnen Konsolen hier machen, wofür die gut sind und so weiter und so fort oder wozu die Bildschirme hier vorne zu gebrauchen sind. Habe ich schon Videos zugemacht, da verweise ich auch gerne nochmal drauf. Und zwar habe ich eine Playlist, und zwar Warframe Einsteiger Guides heißt die. Und die ersten paar Videos in dieser Playlist, ich versuche mal, wenn ich das nicht vergesse, die Playlist oben rechts jetzt zu verlinken als Videokarte, da Infokarte. Die ersten paar Videos sind komplett nur zu den Konsolen hier in diesem Orbiter. Das heißt, da erkläre ich euch, was das hier ist, ich erkläre euch, was das hier ist, ich erkläre euch, was das ist, wo ihr Waffen herbekommt, wie der Markt hier funktioniert und so weiter. Das heißt, darauf möchte ich jetzt hier in diesem Video gar nicht eingehen, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. Wenn ihr das alles wissen möchtet, dann empfehle ich euch, schaut in dieser Playlist vorbei, schaut die ersten paar Videos an. Das ist natürlich ein bisschen Zeitaufwand, aber danach habt ihr detaillierte Informationen, wie das hier alles funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr das wissen möchtet, drückt an dieser Stelle auf Pause. Und wenn ihr schon auf Pause drückt, dann könnt ihr auch direkt ein Like und ein Abo dalassen. Und dann schaut ihr euch die paar Videos in der Playlist an und dann kommt ihr zurück und dann machen wir weiter. Alles klar? Alles klar. Dann machen wir weiter. Hier haben wir die erste Mission auf der Sternenkarte hier oben als Story Quest Vorse Prize Restore Ship Components. Genau, ich wollte erst nochmal in die Optionen rein und den Screenshake ausmachen. Das ist furchtbar. FPS brauchen wir nicht, Subtitles brauchen wir, Damage Numbers, bla 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 bla. Das können wir schon mal ändern. Ja, nein. Ich finde es schade, dass die Optionen hier accountgebunden sind. Wo kann ich denn nochmal den Screenshake ausmachen? Ist auch egal. Komm, ist egal. Wir machen jetzt erstmal die Mission und ich kümmere mich dann nach dem Video um die ganzen Einstellungen. Ich war davon ausgegangen, dass leider Gottes die Einstellungen von meinem Hauptaccount übernommen werden würden, weil es auf demselben System ist, aber das scheint wohl nicht so gewesen zu sein. Können ja auch schön hin und her fliegen während der Ladesequenz. Und die Sequenz überspringen. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die fehlenden Segmente zu sammeln. Und ich persönlich bin jetzt einfach mal so frei und speede hier durch die Mission ein bisschen durch. Das heißt, wir machen nur das, was wir unterwegs finden. Da haben wir 2 Neuroden bekommen, was sehr gut ist, weil Neuroden braucht man besonders am Anfang immer in großen Mengen. Und die sind relativ selten, vor allen Dingen auf der Erde. Deswegen finde ich es gut, wenn wir schnell welche bekommen. Und da haben wir jetzt auch schon direkt ein bisschen Glück gehabt. Also wie gesagt, ich erkunde jetzt das Level einfach mal nicht so ausführlich, wie man das machen könnte. Wenn ihr dazu Lust habt, macht das gerne. Ihr seid frei, das Level so zu erkunden, wie ihr möchtet. Ihr werdet dann auch ein paar mehr Ressourcen bei rausbekommen, wenn ihr das tut. Aber einfach for the sake of this video, zuliebe dieses Videos, damit das nicht Ewigkeiten dauert, lasse ich mir ein bisschen weniger Zeit und mache nur das auf, was auch wirklich unterwegs auf dem Weg liegt. Denn so sind wir schon fast bei der Data Vault. Das ist sozusagen ein Secret Room, ein Geheimraum, nicht ein Geheimraum, ein Raum, in dem halt die Daten, in dem die Daten aufbewahrt werden, wo man den infiltrieren muss, um dann die Daten rauszuholen, möglichst ohne gesehen zu werden. Und da sind wir schon drin. Richtig easy peasy, hacken wir noch die Konsole und das war's. Und damit, der Kollege hat mal gar nicht gerechnet, dass hier plötzlich ein Tenno aus dem Raum rauskommt, den er eigentlich vor dem Tenno beschützen sollte. Jetzt gehen wir mal ganz easy hin und machen uns wieder auf den Weg nach draußen, denn damit ist die Mission schon erledigt. Oh, Hallöchen. There you go. Oh, da haben wir den ersten Mod gefunden, Slip Magazine. Das ist ein komplett nutzloser Mod. Ist mir aber auch egal. Wie gesagt, bei diesen Grenier Vaults hier ist es... Ach, was willst du denn? Bei diesen Grenier Vaults hier ist es immer ganz einfach, zumindest bei dieser speziellen hier auf der Erde, dieses Gitter hier kaputt zu schießen und dann einfach hier oben durch reinzugehen. Gar kein Problem. Kann man richtig easy peasy machen. Und damit wird das Ganze deutlich einfacher, als wenn man außen rum geht. Gibt auch noch andere Wege, aber die wollt ihr idealerweise nicht benutzen, wenn ihr auch diesen Weg da kennt.
Und da haben wir noch ein Mod, hoffentlich diesmal was Gutes. Reload. Nein, ich möchte eigentlich, ehrlich gesagt, möchte ich kein Reload haben. Weil Reload, Speed und so weiter sind halt echt nicht so sinnvoll. Muss auch ein bisschen aufpassen auf unsere Leben, mal ein bisschen achten und auf unseren Schild, weil ich bin kein Level 30 Inaros mehr, der sowieso unsterblich ist, wie auf meinem Hauptaccount, sondern wir sind jetzt wieder ein Level 1 Excalibur, der 100 Leben und 100 Schild hat, und das war es. Deswegen ist da ein bisschen Vorsicht geboten. Na komm, einmal durchladen. Diese Kubrovs hier sind sehr, sehr böse und sehr, sehr gefährlich am Anfang, weil die verdammt viel Schaden machen, dafür, dass das nur kleine Hundis sind. Deswegen empfehle ich euch, wenn ein Kubrovbau neben euch ist und da in Massen diese Viecher rauskommen, geht nicht unbedingt in die Mitte rein und kämpft gegen alle auf einmal, das könnte böse enden. Ich versuche hier ein paar Gegner zu killen, einfach damit unsere ganzen Waffen hier ein bisschen XP bekommen. Denn je mehr Kills wir machen, desto mehr XP bekommen wir auch. Wir können natürlich auch einfach durchrennen, aber das wäre erstens langweilig und zweitens müssen wir die Waffen ja sowieso früher oder später leveln, deswegen... Der hat sich gut versteckt. Der noch viel besser. Und natürlich, was auch wichtig ist, wenn wir die Gegner killen, bekommen wir den Zugang zu eventuell Mods, die sie droppen könnten. Und zwar Mods, mit denen wir auch was anfangen können. Was auch eine Sache ist, die ich immer sehr gerne mache. Hier außen rum gehen und hier drüber. Denn man kann hier hinten lang gehen. Das geht natürlich nicht, wenn man über dieses Landepad da läuft, weil dann die Mission vorbei ist direkt, weil das ja der Extraktionspunkt ist. Aber in diesen wunderschönen Räumen hier hinten findet man relativ viel Loot und auch gerne mal Secrets wie Ayatan-Statuen und so. Die liegen nämlich hin und wieder auch einfach im Level rum. Wir haben jetzt ein paar mehr Mods bekommen, als wir eigentlich aufgesammelt haben. Das sind diese mit dem Crack hier, mit dem Riss in dem Bild drin. Diese Mods mit dem Riss im Bild sind Flawed Mods, das heißt Mods, die nicht so hoch gehen, wie der eigentliche Mod gehen würde. Die bekommt man in den Tutorial-Missionen hier und nachher bekommt man dann die vernünftigen Mods. Orbiter Void Cloak engaging. Welcome back, Operator. The Operator has recovered a segment. Install it now. Ordis patiently awaits its installation. So, und als allererstes gehen wir hin und installieren das Marktsegment. Im Markt kann man für Echtgeldwährung, aka Platin-Sachen kaufen. Und man kann natürlich auch Blaupausen für Waffen und andere Sachen bauen, kaufen, um dann sie aus Ressourcen zu bauen. Aber das machen wir jetzt alles überhaupt nicht. Wir gehen jetzt erstmal hin und machen unseren ersten Echtgeldkauf. Wir haben nämlich 50 Anfangsplatin geschenkt bekommen. Das bekommt man immer am Anfang. Und nur damit wir sie nicht für irgendwas ausgeben, was nachher eventuell komplett behindert ist, gehen wir hin und geben sie für was Gutes aus. Und die ersten 50 Platin, da gibt es nur eine Möglichkeit, in was man sie investieren sollte, und das sind Slots. Ihr habt nämlich nicht unendlich viele Möglichkeiten, um Waffen und Ausrüstung unterzubringen in eurem Inventar. Deswegen wollt ihr Waffenslots kaufen. Die gibt es aber nur von echtem Geld oder aus der Nightwave. Und deswegen kaufen wir einmal und zweimal zwei Waffenslots. Damit haben wir jetzt, sind wir auf 26 Platin runter, können dafür 4 mehr Waffen haben. 4 mehr Waffen. Und dann kaufen wir noch einen Warframe-Slot, den es wo bitte gibt? Da, der Warframe-Slot. So, jetzt haben wir nämlich unser Anfangsplatin verdammt vernünftig ausgegeben. Jetzt können wir nämlich... Ich kann euch das auch mal gerade zeigen. Nicht in den Optionen. Profil. Ach Quatsch. Equipment Inventar. So. Normalerweise habt ihr nämlich nur so und so viele Waffenslots. Jetzt haben wir aber 4 Stück mehr, weil wir sie gekauft haben. Und normalerweise habt ihr auch nur 2 Warframe-Slots. Und jetzt haben wir 3, weil wir auch einen gekauft haben. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Raum zur Entfaltung, sage ich mal, im Inventar. Und das ist gut so. Denn wir machen jetzt direkt die nächste Mission und sind damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Beendigung des Tutorials gegangen. The arms dealer is named Darvo.
Was auch ganz gut ist hier bei dem Tutorial ist, dass man die einzelnen Spielmodi mal vorgestellt bekommt. Eben haben wir mehr oder weniger Defense gemacht. Nicht Defense, wie heißt es? Spy gemacht. Hier machen wir diese Mission zum Prisoner befreien. Mir fehlt gerade Extraction. Ach Gott, mir fehlt gerade der Name einfach. Aber ja, wir werden hier durch die verschiedenen Missionstypen durch eingeführt. eingeführt gesagt. The Ascaris is working, breaking through. I see the shadows. Der hat mal gar nichts mitbekommen, alles klar. Don't let Laura distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Also nochmal, falls es euch stört, dann tut es mir leid. Ich möchte jetzt einfach nicht immer leise sein müssen, wenn irgendwie storymäßig was gequatscht wird, weil das wie gesagt kein Let's Play ist. Es geht hier nicht primär um die Story, sondern es ist halt so eine, ich sag mal, expandierte Tutorial-Reihe, wo wir gemeinsam Walkthrough-mäßig das Spiel durchspielen. Und Walkthrough bedeutet halt nun mal, dass wir uns mehr oder weniger aufs Gameplay-Technische konzentrieren und das Ganze so Tutorial-mäßig aufziehen und entsprechend, nicht unbedingt Let's Play-mäßig an die ganze Sache rangehen. Ah, Hallöchen. Und hier sind wir auch schon und müssen den Gefangenen befreien. Sollte absolut gar kein Problem sein. Wir gehen hier einfach easy peasy durch. Und zwar durch den Fronteingang, machen hier auf, zack, 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 das Ganze einmal gehackt. Dann können wir auch schön durch die Türe rein. Und da ist ein Wächter. Jetzt nicht mehr. Und da ist er auch schon, erster Versuch, direkt gefunden. Also diese Anfangsschlösser, die sind tatsächlich sehr, sehr einfach zu hacken. Einfach ein bisschen Leertaste mashen und dann ist gut. Diese Gefängniswächterinnen, die mit der gelben Rüstung oder auch bei der Corpus-Fraktion Gefängniswächter an sich generell, halten deutlich, deutlich mehr aus als normale Gegner. Das ist auf allen Leveln so. Deswegen solltet ihr auf die Idee kommen zu sagen, ich gehe einfach ins Gefängnis rein und baller alles um, bevor sie auf den Alarmknopf drücken können, müsst ihr drüber nachdenken, dass die Gegner mehr aushalten und dass ihr auf jeden Fall mindestens mit einem vollen Magazin reingeht. Rescue war der Name, dem eben entfallen ist. Der Missionstyp, wo man einen Gefangenen befreien muss, hieß Rescue. So, wir haben Critical Chance für Melee bekommen. Natürlich auch in Flawed, was heißt, es ist nicht nutzbar. Alle Mods, die ihr hier in den Tutorial-Missionen hier am Anfang sammelt, haben diesen Riss drauf, was bedeutet, dass die Stats deutlich geringer sind, als sie sein sollten auf der normalen Variante des Mods. Deswegen solltet ihr, sind die meiner Ansicht nach relativ wertlos, bin ich ganz ehrlich. Kann sein, dass wir eventuell noch einen Mod bekommen, wo den man tatsächlich die unkaputte Variante, wo man die relativ spät erst bekommt. Das kann sein, da bin ich mir nicht sicher. Dann werden wir diesen Mod auch benutzen. Aber ansonsten warten wir lieber, bis wir die vernünftige Version davon bekommen. Und da unten geht's lang. Zack, und die nächste Mission fertig. Genau, das hier sind die Continuity, Intensify. Das sind Mods, zu denen werden wir erst nach einem Drittel der Sternenkarte ungefähr Zugang haben. Das heißt, da könnten wir eventuell hingehen und sagen, ja gut, die werden wir uns schon mal jetzt voll machen, auch wenn es nur die fehlerhafte Variante mit dem Riss ist. Auch ganz nett hier, Vitality, mehr Gesundheit für den Warframe. Ja, ein paar Basismods, die man haben sollte, sag ich mal. So, jetzt haben wir nämlich hier die Mod-Sammlung freigeschaltet. Da könnten wir jetzt hingehen und unsere Mods hochbuffen. Das werden wir aber nicht tun, weil wir da erstens keine Ressourcen für haben bis jetzt und zweitens, weil das halt die Anfangs-Gammel-Mods sind. Was wir allerdings tun können, ist Redirection drauf tun. Damit haben wir mehr Schild. Was keine schlechte Sache ist. Aber mehr auch noch nicht, weil wir nicht genug Mod-Kapazität dafür haben.
recognize that device? It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these green ear dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. So, während die reden, gehen wir jetzt einfach mal hin und machen unseren hübschen Freund hier ein bisschen hübscher. Und zwar gehen wir hin und machen... Nee, wir lassen ihn erstmal auf Standard. Die Anfangsfarben sind nicht sehr schön. Tenno, wir haben ein Problem. Die Kolonie ist unresponsiv. Get to the surface so we can see what's going on. I was afraid of this. The Grineer are here, and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the boundary segment. Huch, wer schießt denn da? Diese Schildtypen hier sind immer ganz lustig, weil man kann ganz knapp an ihren Kopf dran, wenn man über den Schild hinwegschießt. Da muss man aber einigermaßen vernünftig zielen. Aber für den präzisen Schützen definitiv eine Überlegung wert. This was once a prosperous independent colony, until the Grineer arrived. The Creams fear you, but I will show them. Their love will return when I deliver you. Oh, wir müssen nach oben. Tenno, are you there? The signal cannot be boosted any further. Hurry, we are running out of time. Oh, es wurde Alarm gegeben. Oh nein. Viel zu viele Gegner. ihr könnt sehen, ich nehme das Ganze nicht besonders ernst, weil die Intro-Missionen halt zugegebenermaßen wirklich einfach sind und man selbst viel zu stark für diese Low-Level-Gegner sind. Das wird sich aber relativ schnell ändern. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you... So, und hier haben wir den nächsten Spielmodus, und zwar Exterminate, wo wir einfach hingehen und alles killen müssen. Und auf der Minimap wird dann auch in Rot markiert, wo die Gegner sind. Der hat sich ja richtig in der Ecke versteckt. Sag mal, mit der Call of Duty spielen gehen, da wo Leute wie er hingehören. I will purge your doting mother and bring you home. Können die sich mal für eine Seite entscheiden? Das Fass hält einfach mehr aus als er, okay. Das Fass hat aber auch ordentlich Schaden gemacht. Oh, noch ein Ferrithaufen. Ferrit ist eine Ressource, die man eigentlich immer genug hat, aber am Anfang können wir natürlich jeden einzelnen Rohstoff mehr als gut gebrauchen. So, einmal schnell durchgeladen. Eine Sache, die ich vielleicht auch erwähnen sollte, ist, wenn ihr nachladet, könnt ihr die Nachladeanimation natürlich abbrechen, indem ihr entweder eine Rolle macht oder mit eurer Nahkampfwaffe schlagt. Und das Nachladen ist schon abgeschlossen, bevor die Ladeschnecke in der Mitte, sage ich mal, vorbei ist. Das heißt, die Waffe ist bereits nachgeladen, bevor der eigentliche Prozess komplett fertig ist. Das heißt, wenn ihr so nach, ich sage mal, 75% oder 80% Nachladevorgang entweder schlagt oder eine Rolle macht, dann kann das sein, dass eure Waffe danach schon nachgeladen ist. Nur um das Ganze, sage ich mal, ein bisschen zu beschleunigen. Aber meistens sollte das nicht nötig sein. Zumindest, soweit ich die Erfahrung gemacht habe. Bam. Das war aber wirklich ordentlich mit Schmackes. So, wir gehen jetzt mal hin und benutzen ein bisschen unsere Fähigkeiten hier. Weil es damit einfach schneller geht. Ihr seht, es hat halt einen Sinn, warum ich jetzt hier Excalibur mitgenommen habe, weil
mit Mac und Volt. Ich weiß gar nicht mehr, was Macs Skills genau waren. Mit Volt ging das zwar theoretisch auch, aber ich finde es mit Excalibur einfach sehr, sehr angenehm, auch mit diesem Exalted Blade. Da hat man immer schon so eine richtig schöne, ich sag mal, Panic-Button, wo ihr euch an den Gegner ran teleportiert und einfach dann die sozusagen Notfalls-In-Your-Fresse-Taste drückt. Das wird definitiv ein Zitat. In-Your-Fresse-Taste. Blackie 2020. Hallöchen, wo kamt ihr denn her? Na komm, benutzen wir mal ein bisschen die Pistole. Macht nämlich pro Schuss mehr Schaden als das Gewehr, ist natürlich nicht vollautomatisch. Aber wenn ihr einen Headshot landen könnt, dann seht ihr hier, das ist schon in Ordnung vom Schaden her, ja. Ist schon in Ordnung. Wieder ein paar Mods bekommen, die wir alle nicht brauchen. Und Credits. Das Schöne an den Credits ist, ihr bekommt in den Anfangsmissionen im Tutorial richtig viel pro Mission. Die werdet ihr auch brauchen, weil Credits sind am Anfang ja immer besonders knapp. Und ich habe euch ja zum Glück schon ein Video gemacht, da könnt ihr mal, wenn ihr es noch nicht kennt, auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Denn da habe ich euch erklärt, wie ihr schnell Credits farmt, sogar für Anfänger, und das könnte euch eventuell interessieren. Und jetzt hauen wir das Foundry-Segment rein, damit wir dieses komische Ding, was Captain War uns an die Ferse geklatscht hat, auch abmachen können, weil dafür haben wir jetzt die Blaupause, mit der man dieses Gerät bauen kann, mit dem man das abmachen kann. Hier sehen wir unsere Blaupausen, und das hier ist das, was wir brauchen. Einmal Morphix, ein bisschen Salvage und Polymerbündel. Component storage has been looted as well. Typical Corpus. Sure, the blueprint is free, but jack up the components. Operator, we will need resources in order to build the countermeasure blueprint. Also gehen wir jetzt hin und sammeln die Rohstoffe. Terno, I just received a very explicit message from your ship Zevlon. If you're looking for resources, why didn't you just say so? I know just the place, but I demand an apology. My mother is no gymnast, and she would never eat those things. You can go straight to... Operator, I am sorry. Wow. You may want to get a new ship, Zevlon, when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources, if you can stand the cold. Ist auch ganz lustig, dass die Note hier auf der Erdkugel auf Madagaskar ist. Huch, da haben wir einen Random bekommen, der mit dabei ist. Ich habe immer gedacht, dass die Anfangsmission, dass die zwangsläufig Solo wäre, aber offensichtlich nicht. Wir haben einen Freund dabei. Das ist ja eine nette Sache. Dargo will fill you in. Legions of robots, mindless automatons, freaking lasers. These guys are bad news, but they're also loaded, which is why you're here. Keep moving, there is more here. Technically this is stealing, but don't let that bother you. The corpus is on exactly. Och, da geht's lang, hoppala. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits, a lot. But I don't sell my wares to the damned Grenier. That's unforgivable. Da wir einen Kollegen dabei haben, wird der sich um die Caches kümmern, während wir hier ein bisschen Ressourcen looten können, weil wir haben das offensichtlich noch ein bisschen nötiger als er, weil er hat schon Amber, und soweit ich weiß, ist Amber ein Frame, den man am Anfang noch gar nicht bekommen kann. Das heißt, entweder hat er sich den direkt für echtes Geld gekauft oder er ist schon was weiter. Dann frage ich mich aber, wieso er hier in der Mission drin ist. Keine Ahnung, nee, wir werden gleich mal auf Solo stellen, weil wir Mitspieler eigentlich aktuell gar nicht brauchen und auch gar nicht wollen, weil die helfen uns eh nicht und wir helfen ihnen mit Sicherheit auch nicht. Und da hat er schon eins gefunden. Das ist ja nett. You have murdered my sons and disgraced me before my queens. But soon, the Ascaris will complete its task and bring you to me.
Was auch ganz interessant ist, am Anfang vor allen Dingen, kann man meistens nicht verstehen, warum alle YouTuber sagen, oh, Corpus sind Weicheier, Grineer sind viel härtere Gegner, weil die Corpus hier deutlich langsamer sterben als die Grineer. Und ihr werdet euch fragen, warum ist das so? Die halten noch viel mehr aus. Am Ende ändert sich das, ja? Je höher ihr im Levelbereich kommt, desto härter werden die Grineer und desto weicheiiger werden die Corpus. Aber am Anfang sind die Corpus tatsächlich härter als die Grineer, weil sie einfach mehr aushalten und eine höhere Feuerrate haben und einfach mehr Schaden rausdrücken und einfach generell stärker sind. Und nerviger sind sie sowieso. Upsi. Okay, auf die Fresse-Button. Regelt, natürlich, wie immer. Wie gesagt, immer fleißig alles mitnehmen, was unterwegs rumliegt. Wir brauchen es sowieso alles und immer. Und wenn es eh schon rumliegt, dann kann man es auch mitnehmen, denn die Corpus hier brauchen es mit Sicherheit nicht mehr. Und da sind wir auch schon. Und aus welchem Grund auch immer haben wir unsere liebe Ember hier überholt. Womit wir auch das jetzt geregelt hätten. Enemy Sense ist eine nice Mod, die könnten wir vielleicht sogar gebrauchen, weil die zeigt Gegner auf dem Radar an. Flow brauchen wir persönlich nicht und Equilibrium auch nicht. Also wirklich nicht. Operator, are you all right? So. Dich möchten wir nicht im Team haben. Wir gehen auf Solo. Wir können jetzt hingehen, das Ganze hier bauen. Zack. Dauert nur 30 Sekunden. Und dann können wir es auch schon benutzen. Lotus, do something. Help the operator. We Grineer are millions strong. But with a flaw, we are diseased, rotting, sterile. But now we have you. Und damit ist dieses Stückchen hier fertig. I did this for my love, my queen. They will forgive my insubordination when I deliver you to them. Our love will be reborn as we feed on your divine blood. Our children will flourish without disease. And I will die at last at peace. Father, grandfather, what do you think you're doing? What a waste. You managed to disarm Vorus Ascaris. I thought I lost you. Oh no, the Ascaris had a tampering failsafe. It's burrowed into you and armed itself. We'll need to find Vor before it detonates. Get to navigation. Boarding a Grineer ship to access their personnel records will be the fastest way to find Vor. So, während die da alle rumgequatscht haben, war ich mal gerade so frei und habe die ersten paar Mods auf Warframe und Waffen draufgepackt, dass wir hier ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Schild haben auf dem Warframe, dass wir hier auch ein bisschen mehr Damage auf dem Gewehr haben. Sind wie gesagt nur die Flawed Mods, also die kaputten hier, die nicht so viel bringen, wie die tatsächlichen Mods bringen würden. Aber es ist besser als nichts und da wir sie gerade sowieso haben, kann man das auch machen. Und wir gehen jetzt hin und machen die nächste Mission. Wie gesagt, wenn ihr detaillierte Infos haben wollt, was ich da gemacht habe, wie die Mods funktionieren, wie man Mods anbringt, schaut, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, in der Playlist nach, die ich euch verlinkt habe, dann wisst ihr Bescheid, weil das erkläre ich da in diesen Videos am Anfang auch alles. Find and extract a
Huch. Und was haben wir hier Schönes? Eigentlich sind die Mods auch relativ egal, weil wir werden die nachher sowieso alle nicht mehr brauchen, weil wir ja nicht die Flawed Mods haben wollen, sondern die vernünftigen und ja. But soon the Ascaris will complete its task and bring you to me. Die Ressourcen behalten wir allerdings. Ist nicht so, dass die einem abgezogen würden oder so, wenn das Tutorial vorbei ist. Die kann man immer gebrauchen und deswegen ist es auch gut, dass wir sie mitnehmen. Hupsi, das war peinlich. Ja, der Bode ist schon zu gebrauchen hier, der Stab, den wir haben. Und diese Warframe Walkthrough Guide Serie hier ist natürlich genauso auf Nintendo Switch und auf PS4 und Xbox One übertragbar. Das heißt, nur weil ihr auf der Konsole spielt, heißt das nicht, dass die Sachen, die ich hier erzähle, nicht auch für euch gelten. Dass irgendwie andere Sachen da gut wären oder was auch immer. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Waffen und so, die irgendwie eine gewisse Auto-Aim-Funktion haben oder generell Sachen mit Explosivschaden oder AOE-Damage, dass die auf der Konsole nochmal ein bisschen beliebter sind, weil man halt auf dem PC einfach besser und präziser zielen kann. Wobei, von meiner Zeit, wo ich mal auf PS4 gespielt habe, bin ich ehrlich, ich fand das Auto-Aim eigentlich relativ stark und relativ brauchbar und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, auch als PC-Spieler. Deswegen sollte das kein allzu großes Problem sein. So, und hier haben wir schon das nächste. Get smacked. Ich hätte ihn nicht erschießen sollen, dann wäre er da zerdrückt worden. Das wäre lustig gewesen. Good work. We have what we... Wait. Tenno, coordinates in this nav segment put the galleon on a direct course to a convoy of colonists. You have a choice. You can extract now. Or you can disable this galleon and save the colonists. Saving the colonists could jeopardize this mission. I recommend you head straight to extraction, but the choice is yours. Die Colonists saven machen wir doch mal, in der Hoffnung, dass wir mehr Loot bekommen. Nicht aus Nächstenliebe, ich bitte euch. The Ascaris failsafe is attacking your systems. Your shield capacity has just... Das ist hier übrigens der Missionstyp Sabotage, wo ihr hingeht und einen Reaktor kaputt machen müsst. Das werden wir auch noch oft genug machen. Aber jetzt seht ihr mal, wie das Ganze hier auch funktioniert. War ja jetzt nicht allzu sehr ein Umweg. So, jetzt geht es hier ein bisschen rund. Huch, das hätte mehr Schaden machen sollen. Einmal durchladen. Warum komme ich da nicht durch? Ah genau, dieses Schiff hier wurde abgeschlossen, beziehungsweise der Raum wurde abgeschlossen. Wenn das passiert, dann findet ihr auf der Minimap immer so einen gelben Marker, wie den ihr oben links da gerade seht, an der Stelle, wo wir stehen. Und dann hackt ihr den und dann hat sich das Ganze gegessen und erledigt. Und dann können wir auch easy peasy zum Extraktionspunkt gehen, zwischendurch noch ein, zwei Grenier mitnehmen. Und sind auch damit fertig. Glaub mir, Lotus, keine Sorge, ich überlebe schon for the future of this system. Das kriegen wir schon hin. Wir haben 180 Endo bekommen, was ganz cool ist. Das ist nämlich die Ressource, die ihr braucht, um eure Mods hochzuleveln. Aber wie gesagt, da wir nur diese Anfangsmods hier haben, lohnt es sich nicht, dieses Endo in diese Mods zu stecken. Ready, the detonator is charging up.
Mal gucken, ob wir noch schnell irgendwo einen Mod unterbringen können, denn jetzt müssen wir... Sorry, Stimme schon ein bisschen am Weggehen. Bin es echt nicht mehr gewöhnt, lange zu reden. Was ich gesagt haben wollte ist, wir... Crit-Chance... Ja, von mir aus. Zack. Wir müssen jetzt gegen Captain War kämpfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das absolut kein Problem werden wird. Und das Schöne ist, da diese Mods, die man bekommt, da man die ja, ich sag mal, zwingend bekommt, da jeder diese Mods bekommt am Anfang nach diesen Anfangsmissionen, könnt ihr auch, wenn ihr jetzt euch unsicher seid, ob ihr jetzt vielleicht schon bereit seid, Captain War zu facen oder nicht, ihr könnt natürlich auch hingehen und andere Missionen machen, nochmal leveln, soweit ich weiß. Kann man nochmal zurückgehen in die alten Missionen, ja oder nein? Ich bin mir da tatsächlich gerade jetzt nicht sicher. Aber wenn ihr einfach den Build genauso macht wie ich, die gleichen Mods auf den Warframe und auf die Waffen drauf tut, dann solltet ihr da relativ gut mit klarkommen und da keine Probleme haben. Munitionsmäßig gehen wir hier mal ein bisschen sparsamer ran, denn der Weg ist relativ lang. Versuche jetzt mal ein bisschen Melee-Kills zu machen. Und vor allen Dingen auch bevor wir gegen War kämpfen, die Energie unten rechts komplett vollkriegen. Ich habe ja aktuell nur 55 Energie, weil wir eventuell gegen War ein bisschen unseren Skill benutzen wollen. Und der braucht natürlich Energie und deswegen möchte ich die auch gerne voll haben. Da haben wir nochmal Continuity, hätten wir jetzt nicht gebraucht. Aber munitionssparend ist die Nahkampfwaffe auf jeden Fall. Oh, da war noch was Lootmäßiges. Ja, das ist der Grund, warum man Warframe als Loot-Shooter bezeichnet. Aber ihr seht aktuell, auch wenn ihr mal oben rechts auf die Schilde und die HP guckt, da kommen wir nicht im Ansatz in Bedrängnis. Bisher hat, glaube ich, noch keine Mission es geschafft, uns irgendwie in die HP runterzudrängen. Bisher hat das Schild immer alles an Schaden abfangen können. Auch selbst diese Explosivfässer, die ich ja zugegebenermaßen ein bisschen gefacetankt habe, was nicht meine Absicht war. Weil die mehr Reichweite hatten, als ich davon ausgegangen war. Aber wir skippen jetzt einfach mal die Sequenz und killen den guten War und dann ist gut. So, wir hauen den weg, zack. Dann gehen wir hier hoch und geben ihm ein bisschen was von unserem Panic-Button. Damit hat der schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Der kann sich auch nicht heilen, das heißt, sein Schild kann sich zwar sehr wohl wieder aufladen. Das ist möglich, er teleportiert sich auch immer hier fleißig rum, um uns auf die Nerven zu gehen. Aber, um ehrlich zu sein, ist das Ganze hier kein Problem. Wenn man ihm genug Schaden gemacht hat, dann lädt er sein Schild wieder auf, wie ihr da gerade gesehen habt. Dann kommen ein paar Gegner, die rein spawnen, die ein bisschen auf die Nerven gehen. Dann schmeißt er so ein paar kleine explosive Bällchen, die auch keinen Schaden machen. Und dann gehen wir hin und geben ihm ordentlich was von unserem Bo auf die Nase. Und dann sind die HP schon wieder runter. Zugegebenermaßen macht der Bo sogar mehr Schaden gegen ihn als unser Skill hier, was ich zugegebenermaßen interessant finde. To say the least. Aber ja, ihr seht, wir haben jetzt schon zwei Drittel tot und jetzt noch einmal eine volle Ladung und dann hat sich die Sache auch gegessen. Headshots machen natürlich auch immer schön viel Schaden. Zack. Und damit war's das. Bam. War ist tot. Beziehungsweise War ist jetzt zwei War. Aus 1 macht 2. Und damit ist die Intro-Quest-Reihe möchte ich mal meinen, ist damit auch schon vorbei. Das waren alle Intro-Missionen, die man machen muss. Wir beenden das jetzt natürlich noch schnell. Nehmen noch ein paar Kills mit, einfach für die XP und den Loot. Aber für uns ist diese Reise jetzt vorbei. Das bedeutet, dass wir in der nächsten Episode dieses Walkthroughs anfangen können, das Spiel tatsächlich zu spielen und uns nicht mehr mit den Tutorials rumschlagen müssen. Zack, zack, zack. Ah, oh, da haben die Gegner wieder abgeschlossen, aber zum Glück ist das Pad direkt hier. Bam. Hey. Zack. Huch, Hallöchen da.
Hat übrigens auch eine ganz nice Shotgun hier, diese gelben Grenier. Die haben die, wie hieß sie nochmal, die Sobek. Die Sobek ist eine ganz nette Shotgun. Mal gucken, wenn wir die bauen können. Ich weiß gerade nicht, aber vielleicht werden wir sie früher oder später tatsächlich selber auch mal bauen, weil sie ist vollautomatisch, sie macht Spaß. Hat auch ganz ordentlich Bumsen für die Sternenkarte. Absolut gebrauchbar. Und das war's. Vorbei, Schluss, aus, Ende. Tutorial Quest fertig. You've done it, Tenno. Voris Ascaris is gone. You are free now. But your work has just begun. The origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Vor was just a part of the Grineer machine, and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever machine. Huch, was? Das passiert in letzter Zeit relativ häufig, dass, dass sich alles dreht, wenn man hier in der Inbox ist. So, was haben wir denn hier bekommen? Bla bla bla, dies, das. Your new mission. Now that you freed yourself from war, bla bla, seek like-minded fighters. Mehr oder weniger so eine Willkommensnachricht. Wir haben hier, das ist auch ganz nett, weil ja gerade das Dex-Event läuft, also das Geburtstagsevent, haben wir hier Sachen bekommen, die wir vom Geburtstagsevent haben. Das heißt hier Knieschoner, Schulterpanzer und eine Brustplatte, was ganz schön ist. Die werden wir gleich auch anziehen, denke ich mal. Dann hat, was haben wir hier? I'm detecting a static reactor prime sigil that will bla bla bla. Learn more. Was ist das denn hier? Okay, da öffnet sich der Webbrowser, wenn man da draufklickt. Das linkt einen auf Twitch Prime und hier haben wir noch die Aktion von wegen Feuer in Australien. Da gibt es so ein süßes kleines Stofftier zu und well, valuable items are waiting. I know, bla bla. Hier können wir auch was einlösen und zwar, was ist das hier? Ah ja, das ist auch mal wieder Twitch Prime. So, schnell die Inbox durchgegangen und da sehen wir es auch, die Intro-Quest ist jetzt fertig. Und jetzt können wir tatsächlich frei die Sternenkarte erkunden. Wir können jetzt hier Missionen machen und alles Mögliche. Und wir werden hingehen. Und was ich persönlich eigentlich noch machen möchte, ist hier Everest machen, weil dann schalten wir diese Mission fürs nächste Mal frei, was super ist, um Early Game Credits zu machen. Aber ja, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen machen wir das wann anders. Wir könnten auch nächstes Mal, was wir auch machen, den Mastery Rang erhöhen. Wir sind aktuell noch Mastery Rang 0 und dann können wir auf Mastery Rang 1 hochgehen, was wir auch schnellstmöglich machen sollten. Aber ansonsten ist jetzt alles funktionsfähig, unsere Mod-Sammlung, unsere Schmiede und all diese anderen Konsolen, die wir später auch benutzen können werden. Können natürlich auch hier ins Arsenal rein, uns Void-Relikte angucken und so weiter und so fort. Machen wir alles nicht jetzt, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, denn dann geht's los mit der Sternenkarte. Ich hoffe, dieses wahrscheinlich viel zu lange Video hat euch gut gefallen und während ich die letzten Worte an euch richte, ziehen wir unseren hübschen Excalibur doch schon mal an. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wenn ihr der Meinung seid, oh, das sieht gut aus. Wenn ihr der Meinung seid, dass euer Blackie einen guten Job gemacht hat, dass das hier hilfreich war und dass ihr kein Video in dieser Walkthrough-Serie mehr verpassen wollt, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet, denn das würde dem Kanal nicht nur weiterhelfen, sondern ihr verpasst natürlich auch keinen Content mehr von diesem Kanal. Läutet auch gerne am Glöckchen, damit das auch tatsächlich so bleibt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und wenn Fragen oder Unklarheiten sind oder ihr mir einfach nur sagen wollt, was für ein unglaublich super tolles Video das jetzt war, dann macht das gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, auch jeder Kommentar hilft dem Kanal weiter, weil der YouTube-Algorithmus nun mal so funktioniert, dass alles, was sehr stark kommentiert wird, weiter oben gerankt wird. Deswegen, ja, hilft alles weiter, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das für mich tun könntet. Und wenn nicht, dann freue ich mich trotzdem aufs nächste Mal. Euer Blackie, over and out. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.